2017. Alle Welt redet davon. 500 Jahre Reformation. Das große Jubiläum für die evangelische Kirche. Aber nicht nur für die evangelische Kirche. War eigentlich hier in Köln damals irgendwas davon zu spüren? Hat hier das hellige Köln von diesem gesellschaftlichen Aufbruch was mitbekommen? Ja, da gab es tatsächlich eine kleine, fast verschüttete Geschichte von einem evangelischen Prediger, der seinen Glaubensmut allerdings mit dem Leben bezahlen musste. Adolf Klarenbach war sein Name. Diesen Klarenbach müssen wir im Vorfeld von 2017 unbedingt der Kölner Öffentlichkeit ins Gedächtnis rufen. So fanden einige engagierte Menschen im evangelisch-katholischen Arbeitskreis. Und diese Erinnerung sollte natürlich ökumenisch getragen sein, also von den beiden großen Kirchen verantwortet sein. So ungefähr ist die Idee zum Klarenbach-Gedenkweg entstanden, der sich dann im September 2016 hier durch die Kölner Innenstadt bewegt und zu verschiedenen Stationen ging und diese blutige Verfolgungsgeschichte von damals nochmal ins Leben gerufen hat. Aber es ging gar nicht nur um Klarenbach allein, sondern es gab noch einen zweiten Menschen, der ebenfalls als Ketzer neben ihm auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, weil er sich auch der Reformation angeschlossen hatte. Ein blutjunger Student namens Peter Fliesteen. Aber hier an dieser ersten Station, mitten im Priesterseminar, hören wir erstmal nur von Klarenbach, von seinem Lebensweg bis zu seiner Verhaftung. Das hören wir von einem Experten, nämlich von Siegfried Hermle, ein Professor für Kirchengeschichte hier in Köln. Aber als allererstes ist erstmal der Pfarrer zu hören, der den ganzen Arbeitskreis Klarenbach geleitet hat. Superintendent Bernhard Seiger. Als Reformationsbeauftragter für den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region gehört ihm heute das erste Wort. Seine Inhaftierung und sein Tod stehen dafür, in welchem Geist im ausgehenden Mittelalter mit der Glaubensfreiheit umgegangen wurde. Wir wollen uns mit diesem Weg heute an diese Zeit erinnern, den Weg Adolf Klarenbachs und Peter Fliesteens bedenken und Orte aufsuchen, die mit ihrem Lebensende verbunden sind. Wir tun das in ökumenischer Gemeinschaft und in der Vorbereitung auf das Reformationsjahr 2017. Wir spüren und merken, in der Vergangenheit unserer beiden Kirchen gab es viel Unrecht. Es gab Anfeindungen und Verdunkelungen des Wortes Gottes. Zur aufrechten Vorbereitung auf das Jahr 2017 gehört es deshalb auch, die dunklen Seiten der Geschichte Kölns anzuschauen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute in unserer Veranstaltung Stadtspitze vertreten ist, die große Oberbürgermeisterin Ulrike Rehker, die uns begleitet auf den ersten Stationen dieses Weges. Schön, dass Sie den Termin für uns wahrnehmen und mit uns sich erinnern an einen wichtigen Teil Kölner Geschichte. Nach Besuch der Stadtschule zu Lennep und einer vom Humanismus geprägten Schule
in der Bischofsstadt Münster, schrieb er sich am 19. August 1514 an der Universität zu Köln ein. Glarnbach studierte an der Fakultät der Freien Künste, die ungefähr an diesem Ort, wir haben es gehört, ihren Sitz hatte. Er absolvierte sein Studium relativ rasch. Glarnbach verließ daraufhin die Universität, um zunächst als Privatlehrer zu wirken. 1521 übernahm er in Münster ein Schulamt und wurde 1523 Konrektor an der Schule zu St. Marien. Spätestens in dieser Zeit nimmt der typische Lebensweg eines Aufsteigers eine entscheidende Wende. Hier nämlich kam Glarnbach mit Gedanken und Schriften Luthers in Kontakt. Sicher wissen wir, dass er die Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen gelesen hat. Bald wirkte er öffentlich im Sinne des Reformators. Wohl auch, weil er dafür eintrat, Heiligenbilder aus den Kirchen zu entfernen, verwiesen ihn die bischöflichen Behörden 1523 der Stadt. Glarnbach ging nach Wesel, wo er Konrektor der städtischen Lateinschule wurde. Bald geriet er wegen Aktivitäten im Sinne Luthers auch mit der dortigen Obrigkeit in Konflikt. Nach einer Intervention von Herzog Johann III. Von Jülich-Kleve-Berg musste Glarnbach die Stadt verlassen. Er wich ins nahe Büderich aus, wo sein Freund Johannes Klopris als Vikar tätig war. Anfang 1527 finden wir Glarnbach in seiner bergischen Heimat, wo er auf dem elterlichen Hof sowie in einer Gastwirtschaft in Elberfeld Versammlungen mit Bibelauslegung und Glaubensgesprächen durchführte. Aber wieder musste er weiterziehen. Er wurde des Ortes verwiesen. Zum fünften Mal vertrieben, begab sich Glarnbach wieder nach Büderich zu Klopris. Und als Klopris dann wegen seiner reformatorischen Einstellung im April 1528 eine Vorladung des geistlichen Gerichtes nach Köln erhielt, begleitete ihn Glarnbach. Klopris wurde am 3. April 1528 sofort nach seiner Ankunft in Köln verhaftet und im Frankenturm festgesetzt. Und Glarnbach, der wohl lautstark gegen die Verhaftung protestiert hatte, wurde noch am selben Tag verhaftet und ebenfalls auf den Frankenturm gebracht. Hier ungefähr stand früher der Frankenturm, so ein richtig trutziger Stadtturm, der als Gefängnis und Folterkammer diente. Heute sind hier immer noch massive Mauern, aber die gehören längst zur Eisenbahn und zum Kölner Hauptbahnhof. In einem dieser Mauerbögen ist seit vielen Jahren das Gulliver angesiedelt. Was ist das Gulliver? Eine Überlebensstation für Obdachlose. Und genau hier sind wir zu Gast für die zweite Station von unserem Glarnbach-Gedenkweg. Hier schauen wir nochmal näher auf das Verhör, dem sich Glarnbach unterziehen musste. Es ist zum Glück wortwörtlich protokolliert worden und aufbewahrt worden, sodass heute zwei Schauspieler diese Szene von damals für uns nochmal lebendig werden lassen können. Herr Iffland ist der Vorsitzende des KALZ, also Kölner Arbeitslosenzentrum e.V., Träger von verschiedenen Einrichtungen und Initiativen, die sich um arbeitslose Menschen und von Obdachlosigkeit betroffene Menschen kümmern. Und er stellt diesen Ort hier vor, dass wir wissen, wo wir hier sind. Und dann geht die Glarnbach-Geschichte weiter. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben.
Es wird gerne von der Obdachlosenstation Gulliver gesprochen. Ich benutze diesen Begriff nicht so gern, obwohl ich den Auftrag zur evangelischen Obdachlosenseelsorge habe. Weil wenn Menschen etwas losgeworden sind, dann sind sie in der Tat was losgeworden. In der Sozialisierung vielleicht eben hilflos groß geworden. Nun, seid ihr denn bereit, wie ihr euch erboten habt, die Wahrheit zu sagen, ohne Eid durch Nein und Ja? Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen nach der Lehre unseres Herrn Christi, der gesagt hat, unsere Worte sollen Ja, Ja, Nein, Nein sein. Zum Ersten frage ich euch, ob ihr einen kennt, der Martinus Luther heißt? Von Angesicht kenne ich ihn nicht, habe aber viel von ihm gehört. Habt ihr auch Luthers Bücher gelesen? Ja, etliche. Habt ihr erklärt, dass sie gut seien? Ja, so sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Zum 39. Punkt. Ihr habt bekannt und auf dem Frankenturm gesagt, dass die Heilige Kirche hier auf Erden kein Haupt habe als Christus allein. Jeder andere sei ein Monster mit zwei Köpfen. Ja? Habt ihr das vergessen oder wollt ihr, dass ich es nun anders sage? Dasselbe sage ich nochmal, nämlich, dass die heilige Gemeinde kein anderes Haupt habe im Himmel noch auf Erden, denn Christus allein. Dies beweist sich mit der Schrift, nämlich mit 1 Ephesus oder 1 Kolosser. Gott sei Dank, ich lebe in einem Rechtsstaat. Aber anderswo, in unzähligen Ländern auf unserer Erde werden die fundamentalsten Menschenrechte verletzt. Der letzte Jahresbericht von Amnesty International nennt 122 Länder, in denen gefoltert wird. 106 Länder ohne Presse- und Meinungsfreiheit. 80 Länder ohne faire Gerichtsverfahren. Gott sei Dank, ich lebe in einem Rechtsstaat. Aber lasst uns die anderen nicht vergessen und unseren Mund auftun für die zum Schweigen gebracht. Diese Steine atmen den Hauch der Geschichte. Denn ich stehe hier auf über 2000 Jahren Kölner Stadtgeschichte, auf einer echten alten römischen Straße. Im späten Mittelalter, so vor gut 500 Jahren, war dieser Platz am Domhof der Platz für Bücherverbrennungen, wo man die unliebsamen Schriftsteller dem Feuer übergeben hat. Und Martin Luther war natürlich ein unliebsamer Schreiber. Denn er hat ja die ganze Unterdrückungsreligion des Mittelalters in Frage gestellt. Hier spielt die dritte Station unseres Klarenbach-Weges. Hier erfahren wir, warum er wegen Ketzerei verurteilt wurde. Seine Ankläger hatten 23 Punkte zusammengestellt, die für sie absolut heretisch waren. In den Ohren derer, die sich nach einer Erneuerung der Kirche sehnten, waren es freilich pure Worte der Freiheit. Klarenbach wurde von der Ehrenpforte in das Gefängnis des Gräben an der Sandkaule verlegt. Damit war der nächste Schritt des Verfahrens eingeleitet. Nach dem Abschluss der Untersuchungen,
Nach dem Abschluss der Verhöre durch die städtischen Behörden und das geistliche Gericht war nun das weltliche Gericht des Erzbischofs am Zug, weil nur dieses weltliche Gericht konnte eine Todesstrafe verhängen. Das geistliche Gericht, so hieß es dort, verdammte Klarenbach und erklärte, dass er ein räudig Schaf und faul stinkend Glied sei, das von der Kirche abgeschnitten werden müsse. Einige der 23 Artikel, die die heretischen Aussagen Klarenbachs festhalten und aufgrund derer er verurteilt wurde. Viertens, er hält dafür, dass Luther vom Papste verdammt worden, zweifelt aber, ob es nach dem Wort Gottes geschehen sei. Fünftens sagt er, dass etliche Bücher Luthers gelesen, aber nichts darin gefunden habe, das ihm ketzerisch vorkomme. Endlich, 23. Die Kirche auf Erden habe kein anderes Haupt als Christum allein. Wir haben uns jetzt aus der Innenstadt fortbewegt, auf der Aachener Straße Richtung Westen, hier ins Melatenviertel, zur Kirche Christi Auferstehung. Warum hier? Was war hier im Mittelalter? Diese Gegend lag auf freien Feldern, weit außerhalb der Tore von Köln. Und diese Gegend hier diente als Hinrichtungsstätte. Wir müssen uns also Galgen und Scheiterhaufen vorstellen. Oder vielleicht besser doch nicht. Hier an dieser vierten Station vom Gedenkweg erinnern wir uns an die letzten Stunden von Klarenbach auf seinem Weg zum Scheiterhaufen, zusammen mit Peter Kliesteden. Denn diesen Weg sind sie zusammengegangen. Und dass sie dabei mutig und öffentlich von ihrem Glauben gesprochen haben, das wurde zum Glück wortwörtlich protokolliert. Darum können diese letzten Bekenntnisse hier für uns auch noch einmal lebendig werden. Die Gefangenen aus dem Gefängnis unter Geläut der Blutglocke des Domes durch die Hachtpforte zum Galgenberg geführt. Der Hinrichtungsstätte von Melaten, hier, ganz in der Nähe. Der Weg führte Klarenbach und Fließtäden vorbei am Franziskanerkloster über die breite Straße Richtung Ehrenpforte und dann weiter übers Feld Richtung Melaten. Auf diesem Weg bekannten die beiden Verurteilten ihren Glauben. Bei Klarenbach war dies im Übrigen die erste und einzige Gelegenheit in Köln, seine Überzeugung öffentlich kundzutun. Es wird berichtet, Klarenbach habe noch an der Hachtpforte ausgerufen: O Köln, Köln, wie verfolgst du das Wort Gottes? Noch ist ein Nebel in der Luft, aber er wird wohl einmal einreißen. Als sie wieder an die Hachtpforte kamen, sprach ein Priester zu Peter: Sollen wir euch das Kreuz vorhalten und euch etwas Gutes vorsagen? Peter antwortete ihm: Wir sind noch stark genug im Glauben, Gottlob! Wir haben das Kreuz Christi in unserem Herzen, euer Kreuz kann und mag uns nichts helfen. Als sie aus dem Gedränge in die Weite kamen, fing Adolf an, die 10 Gebote zu sprechen. Und Peter antwortete auf alle Worte. Danach
beteten sie das Vaterunser und legten es so aus. Vaterunser, unser Vater, diese Worte lehren uns, dass wir allen fremden Göttern absagen und nur einen Gott als Vater erkennen und alle anderen Anrufungen, die uns Menschen scheinbar zur Seligkeit und zur Gnade vorschreiben wollen, zu verwerfen. Darum rufe ich dich allein an. Als Adolf nun getrunken hatte, schlug er seine Augen auf zum Himmel und bat Gott den Herrn für die Stadt Köln, dass er sie nicht strafen wolle, bat auch für alle Bischöfe, Pastoren und Predikanten, dass Gott der Herr ihr Herz erleuchten möge, dass sie nicht weiter blind blieben. Als nun Peter das Volk zu sich herandrängen sah, erhob er seine Stimme, wandte sich zum Volk um und sprach von seinem Glauben, bis er zu dem Artikel »Ich glaub an den Heiligen Geist« kam. Da sagte der Greve, »Nun, weiter?« Und Peter sagte, »Eine allgemeine christliche Kirche!« Da erzürnte der Greve über Peter und sagte, »Schweig still, du Lecker! Niemand glaubt dir, denn du bist ein verdammter Ketzer!« Adolf Klarenbach und Peter von Vliesstedeln, Wortführer der Reformation in Köln, wurden in Melaten wegen ihres Glaubens am 28. September 1529 hingerichtet. So ist hier zu lesen auf dem Gedenkstein auf dem Melatenfriedhof. Ich heiße Sie herzlich willkommen in der Klarenbachkirche in Köln-Braunsfeld. Wir sind jetzt hier sozusagen versammelt unter den Augen von 5 Glaubenszeugen, die dort oben links in den bunten Glasfenstern dargestellt sind. Dieser Zyklus wurde von Hans Gottfried von Stockhausen geschaffen. Das zweite und dritte Fenster von hinten, die beiden stellen Peter von Vliesstedeln und Adolf Klarenbach dar, gut erkennbar an den roten Flammen im Hintergrund. Und der letzte Märtyrer dieser Reihe hier vorne ist Paul Schneider aus dem 20. Jahrhundert. Ein evangelischer Pfarrer, der schon früh gegen den Nationalsozialismus eintrat und darum im KZ Buchenwald inhaftiert wurde, wo er zu Tode kam. Vielen Mitgefangenen war er als Prediger von Buchenwald eine moralische Stütze. Da vorne stehen jetzt einige Kerzen, die symbolisieren jeweils einzelne Personen und Personengruppen und werden an der Osterkerze entzündet, als ein Zeichen für die Hoffnung. Die erste Kerze wird angezündet in Erinnerung an Adolf Klarenbach. Wir zünden eine Kerze an, in Erinnerung an Peter Vliesstedeln. An zum Gedenken an die, die in unserer Zeit wegen ihres Glaubens, ihres Geschlechtes oder ihrer Hautfarbe unterdrückt und gedemütigt werden.
Wir zünden eine Kerze an zum Gedenken an die, die Opfer des IS-Terrors und gewaltsamer Anschläge und von Kriegshandlungen geworden sind. Zutiefst erschüttert über die Vorstellung von Fließleben und Klarenbach. Und zwar deshalb, weil andersdenkende Menschen, die mit ihren theologischen Auffassungen der jeweiligen Kirche nicht übereinstimmen, weder in Gefangenschaft gesetzt werden dürfen, noch zum Tode verurteilt werden können. Gott sei Dank sind wir nach 500 Jahren im Dialog der jeweiligen Kirchen aufeinander zugegangen und zusammengewachsen. Und alle haben den dringenden Wunsch, Gemeinsamkeiten und auch Verschiedenheiten gemeinsam zu bewältigen, um so den Weg in eine gemeinsame Zukunft gehen zu können.